Omi? Ich will da nicht hingehen. Wer bist du? Ich will da nicht hingehen, bin ich ganz ehrlich. Wer bist du? Ich will da nicht hingehen. Wer ist das? Geh weg. Geh weg, wer ist das? Geh weg, wie steht da noch? Alter! Wie peinlich! Ich will das gar nicht sehen! Ich will es in der Webcam gar nicht sehen, wie peinlich! Oh mein Gott! Ich will das gar nicht sehen! Ja, jetzt haben wir es ja hinter uns, Alter. Oh. Boah, mein Herz nickt. Ja, auf YouTube wird sich jetzt wahrscheinlich auch kaputt lachen, der die Folge gerade sieht. Wie lange streamst du schon? Meinst du das Spiel oder generell jetzt? Ich streame seit 8 Uhr. Wir haben aber um 8 Uhr mit was anderem angefangen und mit dem Spiel seit 9 Uhr. Und letztes Wochenende haben wir schon angefangen, dieses Spiel zu spielen. Die ersten Folgen vom Livestream kannst du dir auf YouTube angucken. Ich will ja keine Werbung machen. Oh mein Gott, nein. Nein, mache ich eigentlich selten Werbung für meinen YouTube-Channel. Also falls du es nochmal dir angucken möchtest, die ersten Folgen sind gerade bei YouTube online. Von dem Live-LP gerade, weil ich nehme nämlich auch gerade wieder auf. Und wie gesagt, ich konzentriere mich nicht so sehr auf den Chat. Na, also nicht böse sein, sondern mehr aufs Spiel, damit die Leute auf YouTube auch was zu lachen haben. Und falls du den YouTube-Channel... Was flexst du gegen mich nicht an? Ja, buh, Alter. Ich will das nicht mehr spielen. Ich will ja nicht mehr, Alter. Ich will ja nicht mehr sein. Gut, jetzt haben wir es ja. Wieso wackelt denn das? Auf damit! Mann! Jetzt ist die Frage auch beantwortet. Aha, Mausefallen, da ist nichts drin. Die Schublade können wir nicht öffnen. Warte mal. Da liegt ein Schlüssel, ne? Aha, wir haben einen Schlüssel. Wahrscheinlich für die Tür da drüben. Ich will aber gar nicht. Das war so klar und trotzdem erschreckt man. Ja, natürlich. Das ist ja das Fiese an, wie gesagt, ich hasse bei Spielen Stille. Das geht gar nicht. Aber heute läuft alles mit der Aufnahme. Da freue ich mich sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Da freue ich mich sehr, dass es heute alles so reibungslos funktioniert. Huch, warte mal. So. Hä? Blöde Ratte. Wenn ich dich erwisch. Chris, habe ich nicht so ein Kantholz hier oder so? Normalerweise weiß man ja, Ratten laufen vor was weg, wenn sie Angst haben, ne? Aber wieso guckt ihr jetzt gerade da? Also da runter, so da? Was? Was ist denn da? Was ist denn da? Ich nehme einfach gleich das Kantholz hier und dann hau ich das. Blöder Wind. Jetzt erstmal hier Alter, erstmal gleich hier so einen Ausfallschritt machen. Ausfallschritt. Ausfallschritt. Ausfallschritt habe ich gleich in der Hose. Wieso? Hä? Ja, ist doch gut. Sollen wir der Ratte jetzt nachlaufen oder was? Something is coming. Ja, so wie bei Outlast ist.
Ich finde das so geil bei Outlast. Something is hunting. Der Typ da, der hat voll ein... Alter, 35 Zuschauer, seid ihr wahnsinnig. Willkommen zur Let's Play Live Show. Jeden Freitag und Samstag um 20 Uhr. Jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr gibt's diesen Stream. Hier die Let's Play Live Show. Heute das Live-LP zu Layers of Fear. Was auch auf YouTube landen wird. Wir mit unserem Holzbein, ne? Glock, 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 Glock. Ich muss mal wieder ein bisschen mehr reden, damit ich mich ein bisschen mehr beruhige. Damit ich mich nicht so mehr so konzentriere. So. Ach, guck mal an, eine Dunstwolke, oder? Ach nee, ist eine Tab... Seit wann können Ratten fliegen? Hä? Wie kam die denn jetzt von hier nach darüber? Hä? Habt ihr das auch gesehen? Seit wann können Ratten fliegen? Kill that mouse. Something is coming. Was ist das denn? Ist das ein Radio? Nee. Ah, ja. Aha. Hübsch hier. Was? War ich nicht. Omi, war ich nicht. Omi, ich habe hier keine Unordnung gemacht. Wie komme ich denn... Hä? Wieso... Okay, normalerweise muss ich ja gewohnt sein, dass es auf einmal da was ist, aber... Okay, wir brauchen einen Zahlencode. Ja, jetzt wird's ja lustig. Jetzt bin ich ja mal... Jetzt bin ich ja mal sehr gespannt, wie finden wir denn hier einen Zahlencode? Ah je, das kann ja was geben. Steht was auf den Flaschen drauf? Nee, warte mal. Jetzt bin ich ja mal sehr gespannt, wie wir hier... Ach, guck mal, da ist ein Zettelchen. Cat, Dog, Rat. Okay, da müssen wir mal gucken, wie ist denn hier... Ah je. Kann es sein, dass wir die Wege jetzt zu den richtigen Zahlen finden müssen? Also brauchen wir schwarz, blau, rot. Oder beziehungsweise braun. Okay, es könnte die 2 sein, die 6 sein. Es könnte die, ja, 7 sein und die 9. Also entweder ist es 679 oder ist es 279. 679 oder 279. Wir probieren es mal. Warte mal. 6, na, 7, 9, 9 oder 279. Nein, das, ja, okay. Ich schaue nochmal auf den Zettel. Habe ich mich vertan? 279 oder 679? Warte mal. Oder ist es andersrum? Oder ist es 976? 976 oder 972? 976 oder 972? Warte. 976 oder 972? Okay. Merkwürdig, merkwürdig. Wie kann denn da die richtige Kombination sein? Warte mal, die Wege kann man nicht abgehen, ne? Nee, das ist zu viel. Das hat wahrscheinlich mit den Farben zu tun, aber... Warte mal, ist das... Warte mal eben. Nee, die 4 ist... Die 4 ist lila. Oder beziehungsweise dunkel... hell-lila. Und das... Rot ist definitiv die 9. Und dieses hellblaue... Oder ist doch die 4 damit gemeint? Aber warte mal, die 4... Nee, die 4 ist andersfarbig. Die 7 würde eher zu Doc passen, aber 2? Warte mal, hä? Können wir die Schleifen doch nachgehen vielleicht? Ich schau mal eben. Warte mal, hä? Aber da sind so viele Schleifen, die so viel überall hinführen. Alter Schwede. Ich war so mutig und habe 7,5 Stunden durchgespielt. Was? 6, 8, 7? Warum 6, 8? Warum? Die 8 ist doch grau.
Nee, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht. Warte mal. Also 9 auf jeden Fall ist definitiv Rat, also Rat, die Ratte. Aber Dog würde ich sagen, ist die 7. Aber Katze ist. Ach, warte mal, wir haben ja verschiedene Kombinationsmöglichkeiten dann, ne, eigentlich, ne, oder? Warte mal, 6, 7, 9 hatten wir, ne? Was ist denn 7, 9, 6? 7, 9, 6 oder so, probieren wir mal. Warte mal. Was ist denn mit 7, 9, 6? 7, 9, 6 vielleicht? Nein. 6, 9, 7. 6, 7, 9. Okay, ja. Zwei, neun, sieben, neun, sieben, zwei, zwei, neun, sieben, warte mal. Zwei, neun, sieben, machen wir sieben, zwei, neun vielleicht. Sieben, zwei, neun. Sieben, neun, zwei. Alter. Was? Cat 236? Was? Hä? Alter, jetzt schreiben alle was anderes in Chat. 341, 236, 687, 236 lese ich jetzt sogar 2. Also, ist ja okay. Aber warum sollte es denn 236 sein? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Weil. Ach, warte mal. Die Linie von Dings geht nach da und die geht nach da. Das ist aber. Die richtige Zahl wurde genannt. Okay. Ich würde aber gerne selber mal rausfinden, wie das gemeint ist. Es müssten doch eigentlich nur die Farben sein, oder? Es ist doch 7. Oh, Entschuldigung. Es ist doch 7. 7 ist Dog, 9 ist Rat. Und Cat ist doch. Ist es 2 oder ist es 6? Es ist aber auch schwierig, ne? Oder ist es vielleicht damit gemeint, Ratte und Katze nur? Ach, Moment. 269 bestimmt ist es, oder? Hund ja gar nicht. Wir haben ja nur Katze und Maus, würde ja quasi passen. Oh, warte mal. 269 probiere ich jetzt mal. Warte mal. 269. Neun, zwei, sechs vielleicht. Neun, zwei, sechs. Neun, sechs, zwei. Das gibt's doch gar nicht. Ich glaube, die Ratte hat was damit zu tun. Ja, ich probiere es auch, ne? Probier doch 687. Lass mich es selber machen. Ja, würde ich auch gerne. Ich würde gerne, wie gesagt, ich nehme sehr, sehr gerne Lösungsvorschläge an, ja. Für dich auf YouTube natürlich jetzt total langweilig, weil, hä, was Quatsch, mit wem Quatsch da? Wir sind immer noch im Live-LT. Aber ich würde gerne herausfinden, wie das gemeint. Warte mal, es kann doch nur. Wir haben eine Ratte gesehen. Ja, ist 9. Ja, super. So, eine Katze würde ja eine Ratte verjagen. Dann wäre es ja 269 oder 962 oder 629. Aber was hat denn der Hund dann damit zu tun? Und die Linien nachgehen ist, glaube ich, zu. Ich glaube, so ist es, glaube ich, nicht gemeint. Was? Nee, sein, was? Eigentlich ganz einfach. Dann verstehe ich es auch nicht. Kannst du was, 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 was? Kannst du bitte Buschmann grüßen? Der schaut gerade zu. Hallo Buschmann, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zur Let's Play Live Show. Liebe Grüße von, was, Sek, was, was? Sek-Nature? Sek-Nature? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Sek-Nature? Sek-Nature 3, 4, 5, 6. Willkommen. Also den lieben Buschmann soll ich mal grüßen. Hallo Buschmann. So, es war doch eine Ratte, wo du verfolgt hast. Ja, stimmt. Am Anfang habe ich auch ein paar Anläufe gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass es nicht geht.
Warte mal. Also, die geht da lang. Da lang, da lang, da lang. Da lang. Hä? Warte mal. Hä? Dann. Die geht da lang, die Linie. Hä? Die Linie geht. Da lang. Die geht. Okay. Okay, ich glaube, ich weiß wie. Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich habe es. Führt die Linie denn irgendwo hin? Wie geil ist das denn bitte? Ah, warte mal. Die Linie führt aber hier lang. So, und die Linie führte jetzt da lang. Die Linie führte da lang. Und die Linie führte... Ich habe aber 4 Zahlen, wenn ich den Linien lang gehe. Es sind 4 Zahlen. Wenn ich die Linien lang laufe, sind es 4 Zahlen. Ich habe einmal die 3, wenn ich es richtig lang laufe. Dann habe ich... Warte. Die Linie geht hier lang, die geht... Dann habe ich eine 4. Dann habe ich eine 1. Und mit der Ratte habe ich dann auch nochmal eine Zahl, und zwar die 7. Aber das sind ja 4 Zahlen. Was, nimm die Kerze? Was? Was für eine Kerze? Hä? Was? Nimm die Katze, weil dieses Bild... Was, wie ist dieses Bild? Hat die anderen nicht? Hä? Ja, klar habe ich die Katze. Warte mal, aber bei der Katze... Warte mal. 3, 4, 1. 3, 4, 1, kann das sein? Ist das möglich? 3, 4, 1 vielleicht? 3, huch, warte, 4, 1. Tatsache, das glaube ich ja gar nicht.